mach mit, das ist die Anfangspose. Das ist die Anfangspose irgendwie. Ist das unangenehm? Nein. Gut. Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Lieblingsessen von. Heute mit dabei El Mago. Wir haben jetzt Startposen. Das ist unser neues Ding. Was ist das? Power Rangers, nur in cool. Ah, okay. Ja. Bist du fertig? Ich fühle mich unwohl. Ich auch. Gut, okay. Also, hier sind wir in unserem wunderbaren Format, das Lieblingsessen von. Ich habe mit Mats hier diverse Konversationen gehalten. Mats ist mal der erste YouTuber, wie man schon sieht, an dem Index seiner Oberarme. Der Gerät wird nie müde. Wir machen heute... Trommelwirbel. Sushi. Hey. Ich habe selber noch nie Sushi gemacht, aber ich mag es halt sehr gerne. Und da habe ich gedacht, so machen wir heute mal selber Sushi. Es gibt so Reisboxen, das ist nicht gesponsert, aber da sind so Algenblätter halt schon drin und diese Rollmatten, womit man das hier rollt, man sieht es auch hier hinten, wir müssen gleich ein Algenblatt drauflegen, dann die Algenblatt mit Sushi bedecken, 1 Zentimeter hoch, oh, das ist schon mal gut, dass wir das lesen, dann das untere Drittel gewünschten Zutaten legen. Einfach Fisch drauf. Und dann einfach einen Fisch drauflegen, dann guckt der Schwanz hinten raus und dann hast du Sushi. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall gerade eben mal 600 Gramm Reis fertig gemacht, weil wir haben einiges an Algenblättern und das war da drin. Der Reis jetzt hier, der ist schon schön pappig. Hier stand aber noch, man soll den bitte mit Zucker, Salz und Reisessig verfeinern. Genau, ne? Genau, ja. Kann das geil schmecken? Oh, das riecht gut. Magst du bestimmt nicht, ne? Weil du kein Essig-Fan bist. Nee, Essig ist nicht so... Es riecht halt wirklich nach Essig. Das ist halt auch einfach. Ja, es riecht wirklich einfach nach normalem Essig. Nicht so gut wie Essigessenz, aber. Meinst du, die haben einfach nur durch so ein bisschen. Halt's Maul. Meine Oma ist auch fast 90 geworden und die hat jeden Tag 1 Liter Essig getrunken. Die hat mal ein paar Magenprobleme. Haben wir alle vier Packungen da? Ich weiß es nicht. Die haben halt keine Angaben, aber ich würde jetzt schon. Eine auf jeden Fall jetzt mal. Also ich mach mal hier so. Weil es ist ja wirklich nicht viel, ne? Das war der ganze Reis, der dabei war. Und wir haben 4 Packungen. Würde ich auch alles reinhauen. Ja, ne, ich würde ja, auch, würd ich auch sagen. Und dann müssen wir noch ein bisschen Salz reinmachen und Zucker stand da zum Abschmecken. Ja, und Zucker. Hast du auch Zucker mal in Reis gemacht? Ich habe noch nie Zucker in Reis gemacht. So. Kennst du das, wenn du dieses Grundgefühl hast und dir denkst, so, ja, man macht zwar jetzt Quatsch, aber es könnte halt trotzdem irgendwie einfach mega gut werden auf einmal. Richtig, genau. So, ich hab also noch habe ich auch kein schlechtes Gefühl. Also, ja, ein bisschen. Wusstest du eigentlich, dass du bei mir auf dem Handy immer noch als Mats Hummels eingespeichert bist? Ja, habe ich schon gesehen. Ich habe no joke, als wir gestern geschrieben haben, saß ich neben meinem Bruder und er guckt mich an, der so, woher kennst du denn jetzt schon wieder Mats Hummels? Und ich habe also voll souverän gesagt, ich so, hä, wir haben letztens einen Dreh gehabt mit denen. Und der so, München? Und ich so, ja, ja. Und er, cool, krass, kannst du mir den mal vorstellen? Für die Leute, die Essigreis lieben. Okay, ja, geht voll klar. Hm. Ja, ansonsten, wie war dein Wochenende? Oh Gott. Ich habe ein Problem bei dem Lachs gehabt. Ich weiß nicht ganz genau, wo Lachs herkommt. Ich glaube, aus einem Fischladen normalerweise. Dann nimmt man dann so ein Filet, ne? So ein Lachsfilet. Ja, du hast einfach aus der Packung den. Geht auch. Geht auch, geht ne? Auch, genau. Geht auch. Okay. Ist, passt doch besser. Ist noch besser. Upsi. Nein, so ein Räucherlachs. Ja, okay, der hat so ein bisschen okay. Beigeschmack. Ich dachte, das geht. Den dann. Auf Brot ist auch mit Meerrettich. Mega. Oh, ist einfach lecker. Man muss die ja irgendwie so gerade schneiden, ne? Ja. Damit man das so reinlegen kann. Genau, also so ja, Streifen. Genau. Ich bin für folgenden Vorschlag. Wenn wir Gurken-Maki machen, ne? So heißen die ja, die Röllchen sind ja Maki. Genau. Das machen wir heute. Maki-Maki. Dass wir dann einfach jetzt gleich diese Gurke nehmen, wir machen den Anfang weg und wir machen hier weg, also das genau abmessen und dann einfach sehr lange Streifen legen, weil am Ende muss man die ja immer nochmal klein schneiden. Ja. Also warum so ganz viele kleine hintereinander, die dann nochmal zerstückelt sind, anstatt einfach einen langen Streifen, den wir dann durchschneiden. Fucking genius. Könnte in der Tat eine gute Idee sein. In der Tat, Alpecin. Warum guckst du so irritiert? Ist gut. Hast du eine vegetarische Meinung dazu? Ich mach das jetzt einfach. Es ist passiert, Leute, es ist passiert. Mit Plastikfolie. Das ist der Style, den wir hier fahren. Hallo! Entspann dich doch mal. Ja, die kann man doch jetzt abziehen. Du immer mit deinem. Und dann haben wir es halt clean. Ich füll doch einen. Guck mal den Ursel hier an. Bäh, bah. Und jetzt nochmal den Trick. Zack, immer auf dem Ellbogen. Immer auf dem Ellbogen. Beim High Five immer auf dem Ellbogen. Guck, geht immer. Geil. Ja? Beste Leben. Geil. Ellenbogen gucken. Ey. Tatsächlich. Ja, das ist echt klappt sogar. Dann machen wir die hier mal so eine separate Schnittstation. Avocado schneidet man in der Mitte durch. Okay. Also wie so eine Orange, weißt du? Da ist ja ein Kern drin und dann kannst du am Kern entlang, glaube ich. Okay. So, genau. Ja, und jetzt. Wie eine Orange, hast du gerade gesagt, schneidet man eine Avocado. Ah, okay, okay. Ja. Bist du bescheuert? Jetzt gehen die von alleine, aber sonst kannst du die so aufdrehen, weißt du? Oh mein Gott, Avocados sind so cool. Ich glaube, uns hätte so eine Hälfte gereicht. Ne? Ich habe jetzt schon sehr extreme Stücke hier. Das sind 10 Stück, ja, ja. 10 Stück. Aber das wären jetzt, sagen wir mal, immer ein Maki. Ey, wie Sushi kann man machen? Das ist ja viel günstiger, als wenn du dir fertig Sushi kaufst. Ne? Natürlich. Du kannst jetzt aber auch einen Löffel nehmen und das quasi einfach so raus
Löffeln und dann kannst du das, was du rauslöffelst, schneiden. Das Häubchen abnehmen und dann kannst du da nochmal genau. Okay. Alter, wir machen jetzt so ein Tablett an Sachen, ne? Oh. Entweder es wird einfach überraschend geil oder es wird eine Vollkatastrophe. Ich glaube, es wird eine überraschende Vollkatastrophe. Wie lange dauert das denn, einfach diese Dinger da drauf? Ich bin relativ gut im Essen bestellen, by the way. Ja, also, das kann ich relativ gut. Exorbitant so. Gut, finde ja, ich das. Ja. Ich sag mal, ich war mal so gut, dass ich im ersten Jahr, wo es Fedora gab, habe ich sowohl ein Geburtstags- als auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen von denen. Weil ich so viel bestellt habe. Ach, krass. Und ich habe so viel asiatisch bestellt, dass sie mir, no joke, ein asiatisches Kochbuch geschickt haben, wie ich selber mein Essen zubereite. Was dann der Hint ist, wenn dir ein fucking Zulieferer ein Buch schickt, das man selber kochen soll. Ey, das ist absolutes Life-Goal. Das vielleicht dreimal am Tag bestellen, doch ein bisschen zu viel. Eventuell. Eventuell. Ja, wie oft bestellst du? Ja, aber auch also in der Woche bestimmt 3-4 Mal, ja. Ich mach's mir immer so zu Hause, ich mach mir immer einen ganzen Topf, so 2-3 Packungen Nudeln, und dann habe ich so für 2-3 Tage Nudeln. Ja, so macht Ilias auch immer. Ilias ist auch so ein Nudelmensch. Also wenn man so das hier drauf machen muss, ne, dann muss ich sagen, dann sind wir morgen noch nicht fertig mit meinem Reis hier. Ach Gott, alter Vater. Eine Gurke? 2 Stück? Ja, mach 2. Hey, das wird doch viel zu dick. Hey, warte mal, jetzt haben wir doch... Ja, irgendwie so doppelt, ne? Oder? Ja, jetzt haben wir das jetzt so. Nee, haben wir nicht. Hat perfekt funktioniert. Hat echt gut funktioniert. Dafür, dass ich das allererste Mal gemacht habe, ich bin ja echt ein bisschen ganz gut mit mir. Ist halt ein bisschen dick, ne? Ja, aber das ist lieber zu dicke Sushi als zu dünn. Lieber zu dicke Sushi als zu dünn, sag ich auch mal, ja. Aber ist das so, dass das da drin so aufgerollt ist? Stimmt. Und jetzt muss man das halt schneiden, ne? Richtig, und dann, genau. Und dann hat man Sushi. Ey. Alle Leute, die sich mit Messer auskennen, jetzt so. Ja. Hier wird professionell gearbeitet. Wir machen keine halben Sachen so. Wir müssen dann auch so mal das Messergeschäft werden. Hilfe! Okay. Es hat auf jeden Fall Ähnlichkeit. Es hat auf jeden Fall eine große Ähnlichkeit mit Sushi. Genau, genau. Aber wie kriegt man denn dann keine Schnecke hin? Ja, eben, eben. Wir haben doch jetzt genau. Man wickelt das. Das Ding ist ja zum Einwickeln. Ja, genau. Aber ey, komm. Das sieht schon voll geil aus. Soll ich die raufhauen? Ja, gerne. Dann tunken wir die da ein. Also, sieht okay aus. Ja. Sehr. Es riecht auch einfach okay. Es riecht wirklich nach Sushi. Ich hab echt Angst, Alter. Entschuldigung, Leute. Okay. Haben wir schon beidseitig, ne? Ja, schon beidseitig belegen, was ist das? Schon Sojasauce ist schon echt geil. Schon, oh ja, so wie ich sagen. Okay, 3. Guten Hunger. 2, 1. Hm. Ey! Andere! Ist okay, oder? Geht voll klar. Der Reis ist ein bisschen pappiger als sonst. Dauert schon sehr lange. Kann man schon durchaus runterwürgen. Nein, ist okay. Reis pappig so. Und das... Sehr pappig, wow. Mhm. Warum ist denn der so pappig geworden? Keine Ahnung. Ich hab den sogar nicht mal so lange, wie er sollte, draufgelassen. Ich bin sogar früher runtergenommen. Wie kann man eine Schnecke vermeiden, wenn man so groß ist? Deswegen bin ich auch voll irritiert. Also ich habe ja schon probiert, so klein... Oder so irgendwie. Ja, ich finde das jetzt auch kein Drama. Machen wir halt einfach immer das Doppelte an Beilage rein und haben halt so fette Marki, ne? Fettmarki, deutsche Fettmarki. Das sieht schon ein bisschen weird aus da mit diesem... Aber sie sind toll gewickelt. Das kannst du kannst ja, nicht sagen. Ja, es ist... Aber ich find's eigentlich ganz hübsch so mit der Schnecke. Das ist Schneckenmagi. Schnell hast du das denn da draufbekommen? Kraft, das ist nur eine Sache. Kraft! Kraft! So absolut nur Adern überall im Arm inzwischen. So. Ja, ich habe auch ganze Kraft reingelegt. Wir machen so ein Edit da draus, dass es aussieht, als würdest du das richtig gut können. Sag mal, krass, wie du mit den Stäbchen umgehen kannst. Mega krass, wie du mit den Stäbchen umgehen kannst. Ja. Wow, oh mein Gott. Meine zweite Nationalität ist auch... Stäbchen. Asiat. Ich mach's hier feucht. Danke dir. Könnte ich auch selber. Kein Ding, dann kannst du weiter rollen, weißt du? Kannst du auch selber. Nächste Woche geht auch dann hin. Alter, was passiert denn hier? Krankkraft, der ruft mich an. Jo, bis gleich. Oh, ich bin richtig gespannt jetzt. Es fühlt sich auch so, es hört sich so ein bisschen ekelhaft an. Wenn er durchschneidet, so. Ja, es ist. So, zack. Ja, dieses Gematsche dadurch, ey. Yeah. Boah, das ist jetzt schon echt. Das Next Level. Am Limit. Wir sind schon echt gut, Limit. Ne? Da ist unsere Jury, komm mit rein. Ja, guten Tag, ich bin dann auch endlich angekommen. Es sieht schon sehr gut aus, was wir hier vorliegen haben. Selbst gemacht, ne? Alles komplett nicht schlecht, ich habe auch schon mal selbst Sushi gemacht. Übel anstrengend, ne? Ja, übel stressig. Übel stressig. Voll streng, wenn man Sushi selbst macht. Also hier vorne sind Gurke, aber wir machen jetzt erstmal die Avocado, weil wir sind ohne zwei, okay? Ich nehme mal das Dünne hier und dann mache ich mal hier. Nehmen wir mal direkt hier das dickste Gerät, Alter.
Okay, muss ich. Bitteschön. Dann. Okay, drei, okay. Zwei, eins. Let's go. Der Reis ist so richtig sticky, ne? Sticky Geeky, würde Snoopy sticky, sagen, ja. Ja, genau. Ich probiere doch mal gleich mit Gurke. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja, schmeckst du ja? Sticky Geeky? Ja, aber am Anfang hatten wir Bedenken, dass der zu sticky ist, so. Zu klebrig. Aber, jetzt ist, aber gut, ne? Ist ganz geil eigentlich. Und auch genau richtig viel Essig. Zum Glück haben wir genau richtig viel Essig gemacht. Ja, das stimmt wirklich, ja. Also ja. Nicht zu essig. Nicht zu essig. Gut, gut. Ich habe tatsächlich auch schon selbst Sushi gemacht und ich wollte mir so Sashimi-Qualität Lachs holen. Das ist so die Hölle, ne? Das kriegt man, wenn überhaupt, in der Metro, also so, ist ja Geräucherlachs. Der andere ist ja komplett roh, glaube ich, ne? Ja, wir haben jetzt Räucherlachs, weil ich wusste nicht. Den kriegt man nur in der Metro und nur ab 1 Kilogramm. Das ist richtig stressig. Ich habe mich heute zum dritten Mal in den eineinhalb, zwei Jahren, die ich in Köln wohne, aus meiner Wohnung ausgesperrt. Zum dritten Mal heute. Bist du jetzt gerade ausgesperrt? Nee, ich bin schon wieder drin. Ich war so richtig voller Tatendrang, ne? Weil ich war heute joggen. Am Tag und ich. Und, also ja. Das war auf jeden Fall, war krass auf jeden Fall. Und dann habe ich so gekocht und dachte mir so beim Kochen, komm, jetzt hängst du noch Bilder auf und sowas. Und dann gehst du kochen. Dann hab ich so das Wasser aufgestellt, bin runter in den Keller gegangen und habe mich ausgesperrt. Und dann hatte ich halt einen Topf auf höchster Stufe auf dem Herd stehen. Und voll der Film, ich dachte so, scheiße, was passiert jetzt? Ein paar Schlüsseldienste angerufen, einer konnte sofort kommen. Ich bin aber auch wieder reingekommen, hab dann 90 Euro bezahlt. Essen war lecker. Ja, gut. Ja. Ich bin übrigens sauer auf dich gerade. Das war in der Folge drin, dass du mich angerufen hast, ne? Oh. Weißt du, was du an deinem Handgelenk hast? Wir hätten dieses coole Ding machen können. Okay. Was geht, Mann? Steht auch bei mir. Verbindung fehlgeschlagen. Ja, mach, roll doch mal. Du musst ganz unten anlegen, ne? Rollt man das mehrfach? Ja, ne? Nee, ja, genau. Also so eigentlich jetzt, nicht, aber wir machen genau. So, und dann warte kurz bevor du abschließt, machen wir hier jetzt ein bisschen Wasser raus. Uiuiuiui. Drauf, so. Freddy macht's feucht. Ich mach's wieder feucht. Ich auch dreckig die Hände. Nicht kann. Und dann einfach einrollen, genau. Aber feste. Ja. Feste. Okay. Oh, wenn das jetzt von Max fehlgeschlagen ist, dann wäre das echt eine Enttäuschung. Aber danach sieht gut aus. Guck mal, wenn man den so, da kann man auch ein bisschen schummeln. Das ist gut, das stimmt. So wie die Restaurants das auch immer machen. Ey, das war eine Dreierkombination. Ich hab den Reis gemacht, du hast den Lachs gemacht und Max hat gerollt. Gerollt, ne? Oh, geil. Jetzt. Wasabi hatten wir noch gar nicht. Wasabi. Habt ihr auch? Ja, klar. Hier, wir haben so eine Reisbox, Sushi-Box. Aber da verzichte ich. Jeder seine Stäbchen. 3, 2, 1. Ja, aber echt gut. Räucheraroma ist schon drin, ne? Hasst ihr euch auch so selbst, wenn ihr in Videos esst? Wenn ich esse in einem Video und müsst ihr mir dann selbst anschauen, denke ich mir so, du Bastard! Wenn er sich traut? Wie sauer er war. Ich so, willst du Sushi probieren? Er so, ja! Er muss sich zum Sushi testen. Wir haben eine unabhängige Jury. Die ist ja ein großer Sushi-Liebhaber, wie Peter Dudolf sagen würde. Das ist toll, das kommt von dem China. Menschen, immer gesund, viel Reis. Das kommt von dem China. Nach wie vor, wenn da draußen jemand ist, der Peter Dudolf kennt, sagt ihm bitte mal Bescheid, ich will mit Peter Dudolf kochen. Da kommt Jay Honey. Oh. Also wir haben Gurke, wir haben Avocado und wir haben Lachs. So, bereit? Was sagst du? Was war das jetzt? Gurke, ne? Lachs? Was ist gleich? Also schmeckt nicht wie im Sushi-Laden, aber ist trotzdem geil. Irgendwas fehlt an dieser Außending. Probier mal Avocado oder Gurke. Okay, die sind wirklich noch besser. Avocado und Gurke ist heftig. Beim Lachs ist es halt so, dass es wirklich Räucherlachs ist. Avocado, ja. Das merkt man auch. Ja. Aber und dieses ist nicht so knusprig irgendwie so, wie sonst, ne? Oder? Knusprig? Ich weiß nicht, welche Sushi. Also nicht knusprig, aber so, das fühlt sich nicht so frisch an. Das ich frittiere halt mein Sushi. Oh, lecker, frittiert ist Sushi richtig geil. Das ist echt. Avocado? Das ist geil, ne? Ja, genau. Okay, aber einfach so. Hä? Okay. Das muss ich auch probieren. Ja, aber das ist einfach gut. Guck. Warte. Ja, ein bisschen zu klebrig. Also der ist einfach sehr, sehr klebrig. Weißt du, was mich am meisten stört jetzt gerade daran? Was? Dass du auf einmal so ein pinkes. Ja, warte, das hat Emmy gekauft. Scheiße. Ja, Mann, das war so ein Test und ich habe ja nicht damit das geahnt, so dass ich mich jetzt hier noch präsentieren muss. Nee, also lecker, aber sehr klebrig. Und ich habe jetzt. Ich probiere jetzt hier noch ein Gürkchen. Oder das hat lange meine Frau zu mir gesagt. Oh! Aua! Wenn euch auch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo bei Daumen nach oben da. Ein Abo bei El Mago da. Da haben wir natürlich auch noch einige Videos aufgenommen. Max war jetzt auch irgendwie mit dabei. Ich werde höchstwahrscheinlich vergessen, dich zu verlinken. Schaut euch mal bei Max auch vorbei. Da haben wir auch Videos gemacht. Bei Philipp sowieso immer vorbei, weil der braucht noch die 100.000 dieses Jahr. Wir. Ey, du
it! Okay, mach weiter. Je nachdem, wann dieses Video rauskommt, Mats steht auch kurz vor den 100.000 auf Instagram. Hab ich schon. Aber danke. Dann passt, dann mach die 100. Nein, dann nicht auf Instagram. Dann gucken wir mal, wie viele Leute wir auf Instagram rüberkriegen. Schreibt mal unter sein letztes Bild dann Waffelgang. Bande. Waffelbande. Brr. 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 Ska. Okay, tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bitte vergesst das Abo nicht. Puh. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.